Die Verunsicherung rund um die anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten bremst den DAX zum Wochenauftakt aus. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Minus bei 15.168 Punkten. Auch die zunehmenden Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze verstärkten die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Gibt es einen Zwei-Fronten-Krieg? Was macht die Bodenoffensive der Israelis? Und wie sind die Auswirkungen auf den Ölpreis, der ja immer noch wichtig ist für die Weltkonjunktur? Das sind offene Fragen, die im Augenblick nicht beantwortet werden können. Man hofft aber auch, dass es im Vergleich zu Yom Kippur 1973 viele besonnene Staaten gibt, auch im Nahen Osten, die natürlich auf keinen Fall einen Großflächenbrand haben wollen, weil der würde sie auch negativ tangieren. Das Kaufinteresse an Rüstungstiteln hielt angesichts der Entwicklungen in Nahost an. So konnte Rheinmetall erneut zulegen. Kursbewegende deutsche Unternehmensnachrichten waren ansonsten zum Wochenauftakt dünn gesät.